Guten Morgen! Gleich geht's los! Guten Morgen. Coffee Stream. So, ich muss nochmal umloggen. Ich habe einen Fehler begangen. Auch noch ein Bollwerk-Mod. Ich wollte mal was probieren.
glaube, der hatte oder der Dean, der. Ich glaube, der. Ich kann es trotzdem mal in die Kiste tun. Da war es der Bruce Willis, der die Mod gefunden hat. Da gibt es nämlich einen Bollwerk-Mod. Das würde ich nämlich gerne mal probieren. Hey, René, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Geht gleich richtig los, ne? Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Haben wir noch 3 Minuten Zeit. Hier, 74,6% Bollwerk-Energie. Und vielleicht ist das mehr als normale Energie. Mal schauen. Wenn gleich soweit. Katze. So. Haben wir hier noch was? Hier können wir es verkaufen hier. Verkaufen! Ja. Ich logge wieder um. Ich habe mich vorhin noch ein bisschen mit Pinky zu spielen, mit der Shotgunnerin und Schildträgerin, der Schildmaid. Mal schauen. Heute wieder komische Haare. So. Und damit sind wir herzlich willkommen im Stream. So. Sicherer Bereich betreten. Okay. Wie gesagt, wir spielen heute ein bisschen mit der Schildmaid, beziehungsweise mit der Shotgunnerin. Mal gucken, auf was ich den Bock habe.
Und das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Kiste, weil wir wollen ja noch das Bollwerk probieren, ob das mehr Lebenspunkte macht. Nehmen wir halt mal raus, weil, keine Ahnung. So, also, hier, jetzt sind wir auf der Shotgun. Ich habe jetzt mal ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt 347.000 Schaden, 352.000 Rüstung, 53.000 Lebensenergie, 1.700 Fertigkeitenstärke für Schemmlerncher. Ich muss hier nochmal die Heilung vielleicht anpassen. Ich habe hier so die Heilung reinnehmen. Ja. Und hier die Rollenminen haben jetzt natürlich auch kein Damage. Müssen wir die nochmal anpassen. Ja, gibt es keine, alles klar. Ich glaube, ich habe in der Kiste noch welche. Gucken. Ich habe da gerade welche reingelegt. Ne, nicht die, die wir brauchen. Okay. Das heißt, wir müssen die erstmal so speichern und dann ist gut. Und jetzt nehmen wir einmal das Schildbild. Und da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir die richtigen Mods drin haben. So, okay. Willst du mich jetzt bitte rollen? So, jetzt geht's. Bollwerk. Das Bollwerk. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal mehr Lebensenergie. Da können wir schon mal ein bisschen höher gehen. Das löschen, das löschen, das löschen, das löschen, das löschen. Und das löschen. So, dann haben wir hier 89, so. Haben wir nichts anderes, ne? Deflektorschaden würde ich gern nochmal probieren. Weiß ich aber noch nicht. So. Das ist niedriger. Hier. Das erhöht auf jeden Fall das Bollwerk enorm. Tut aber natürlich aktive Regeneration runtersetzen. Das heißt, wir müssen mal schauen. Okay, wir schauen mal hier. Aktive Regeneration, wer denn das? Machen wir ganz kurz mal rein. Dann machen wir hier mal Bollwerk. So, da haben wir dann mehr weniger. Und das wäre ja nicht so gut. Deswegen machen wir es wieder anders und dann ist gut. Ja. Also das Bollwerk würde zwar mehr machen, wenn ich das jetzt reinnehmen würde, hätte dann aber nur noch weniger aktive Regeneration. Das sind dann nur noch 45.000. Ich habe dann zwar 377.000 mehr, aber reicht uns das? Ich glaube nicht. Reflektorschaden können wir auf jeden Fall auch mal machen. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr Damage raus, aber das unten brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das brauchen wir auch nicht. Aber ich heb das mal auf. Wobei, ich glaube 74 ist zu wenig. Wenn ich dann 99% kriegen würde, oder 90, das wäre natürlich besser, ne? Wir tun es mal weg. Wir brauchen es dann doch nicht. So. Wir haben uns ein bisschen verbessert. Bisschen angepasst. Wir haben uns ein bisschen verbessert. Ja. Und das speichern wir natürlich nochmal ab. So, hier 87% Heilung. Haben wir jetzt auch nichts Besseres. Und hier 80%. Auch nichts Besseres. Ja. Okay, da speichern wir das nochmal ab. Damit wir das auch haben. Gut, und dann verkaufen wir den Scheiß. Und nicht brauchen. Ja. Handschuh, weg damit. Weg damit.
Back. Back. Affiliation has been disavowed. Hey, Club Cola, moin und hallo, Schei, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Ich muss noch was loswerden, da jetzt gerade Club Cola da ist. Gestern Abend hatten wir den Community Raid. Wir sind zweimal hintereinander gelaufen und wir haben auch zweimal hintereinander Ast First 2. Das erste Mal First 2, jeden Boss quasi First 2 gemacht und beim zweiten Mal haben wir den Razorback zweimal machen müssen, aber insgesamt war es doch ein richtig geiler Wait. So, das ist zum Beispiel eine völlig verkehrte Mischung, ja? 40.000 Lebensenergie, aber unaufhaltsame Kraft drauf. Macht gar keinen Sinn. So. Ne, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, macht es ja noch weniger Sinn. Oh Gott. Wir sind gleich soweit. So. Ich würde sagen, wir machen mal eine heroische Mission. Oder erstmal. Guck mal, Pentagon ist auf jeden Fall heute VIP. Das heißt, was gibt's denn im Pentagon? Ja. Sturmgewehr. Komm, wir machen einfach mal eine Mission in Heroisch und dann geht's los. Hey, Shai, auf jeden Fall. Also ich kann dir nur empfehlen, über Shadow zu spielen. Aber wann hast du denn bestellt bei Shadow? Denn da ist ja auch mal so eine Warteliste jetzt mittlerweile. Ne? So, 3, 2, 1, wir machen Stream-Musik an und jetzt. Okay. Ich spiel mal mit Schildskill. Mal gucken. Sind denn schon Leute wach? Hallo Katze. Müsstest du dich hinlegen? Und nicht vor dem Bildschirm rumgaffen? Dann sehe ich ja nicht. Ich weiß schon, dass hier mein Kaffee ist, ne? Ich mach mal meinen Kaffee links rum. Damit die Katze sich hinlegen kann. Nein, nicht auf die Tastatur. Danke. So. Eieiei. Discord, was willst du?
Achso. Keiner will heroisch spielen. Das ist aber komisch. Black Tusks sind im American History Museum und wir glauben, dass sie dort einen Außenposten errichten wollen. Das müssen wir verhindern. Ja, mal schauen. Delirium Tremor. Vamos. Soweit wir wissen, haben sich die Black Tusks im ganzen Gebäude verteilt. Passen Sie auf. Absolut nicht normal. Agent kampfunfähig. Einfach unnormal, diese Viecher, ey. Du hast gegen die mit dem Schild keine Chance. Und die Schwachstelle da links kriege ich auch nicht kaputt.
Rotze. Einfach nur Rotze. Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Schieb mich doch nicht nach vorne, Mensch. Seht ihr nicht, dass das schwer ist, hier zu spielen mit dem Schild? Alter. Mann, oh! Das ist doch so zum Kotzen, ey. Tausend einer. Also mit dem Schild zu spielen ist nicht das Einfachste und auch nicht das Beste. Muss ich ehrlich gestehen, ist noch ein bisschen sehr anfällig für so einen dicken. Ey. Also wenn du vor so einem dicken stehst. Wir sehen nicht, wie ich es jetzt gemacht habe. Da war ich jetzt im Nahkampf. Ne? Aber wenn er seine Gatling benutzt, so ein bisschen mittlere Distanz, dann bist du am Arsch. Obwohl du ein Schild hast mit 1000, mit 1.400.000. Ist das ein ballistischer Schild? Weiter Vorstoß! Oh. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Ich muss mal was probieren. Und
Ich hab keine Mods, ne? Das mit dem Thronstock ist auch nicht das Beste. Könnten. Ne, wir machen erstmal mit dem Schemmwerfer. Macht so einen kleinen Sinn. Erstmal müssen wir nochmal umbauen. Ich will da nochmal den Thronstock richtig ausholen. Noch bessere Knieschoner. Also ich brauche ja gar keine Munition. Das mit dem EMP, dass dann mein Schild weg ist, ist richtig nervig. Also ich hasse dieses Feature, ja? Ich nenne es jetzt mal Feature. Eine Fenrismaske. Vielleicht ist sie ja gut.
So. So dann. Sie machen Fortschritte. Machen Sie weiter so. So. Laptop erkannt. Also, dass die Leute mich immer die ganze Zeit durch die Gegend schieben, das ist das, was mich so mit diesem Schild nervt. Die schieben dich, als wenn du ein Luftkissen wärst. Das müssen die Letzten sein. Erledigen Sie sie, Agent. Sicher, gute Arbeit. So.
Wirst du nicht mal belohnt, dass du den meisten Schaden eingesteckt hast, ja? Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Na gut. Ich will das auch mal kurz die Gruppe. So, jetzt machen wir mal den Shotgunner. Sie betreten einen sicheren Bereich. Mit der Wiegenlied. Einladung in die Gruppe eines anderen Agents erhalten. Komm, ab geht's. DEZ, da gehen wir jetzt rein. Mal sehen, was das wird. Mit der Shotgun ist ja auch wieder was anderes. Anderes Spielstil. Die Black Tusks haben das Viewpoint-Gebäude erobert. Wahrscheinlich wegen der Sendeanlagen. Wir müssen sie von dort vertreiben. Cool, der hat schon alles allein weggeräumt. Auch gut. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Sichern Sie das Gebäude und alle Aufklärungsdaten, die Sie finden. Machen wir hier die Tür für ihn auf. Da bist du ja. Ein Agent braucht Unterstützung. Raus! Systemfehlfunktion. Hab ein. Drohne im Anflug. Bitte erstmal die Gegner abschießen. Alter, Fall 3. Mal sehen, wie den da. Die Rüstung nicht mehr. Hier. Ach, fuck, echt. Keine Chance. Ah. Da kam ich nicht mehr weg von den Roboter. Agent am Boden. Agent verstorben. Gesessen.
Schusslinie. Brauche neues Magazin. Verzieh dich! Und den Druck wieder anlegen! Bereit! Einen von uns hat's erwischt! Ein Agent braucht Unterstützung! Positionswechsel, keine Sicht hier! Schwere Verwundung entdeckt! Agent kampfunfähig! Diese Roboter. Ich hasse sie. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Nicht schön, nicht schön. Mal wieder an das Shotgun-Gefühl gewöhnen. Das ist echt in der heroischen C wie Kaugummi. Also Shotgun zum Beispiel im Wade spielen macht keinen Sinn. Da gibt's eine eklige Leiche. Ist schon anstrengend. Vorsichtig, doch. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Moin, Spectre Lars. Ja, ausgeschlafen.
Na dann, lassen wir uns mal aufs Maul hauen, oder? In der Nähe befindet sich ein Computer der Black Tusks. Finden Sie ihn und bergen Sie alle Daten. Kein Problem. Bin zu allen bereit. Tod auf dem Weg. Feindlicher Zivilist im Visier. Sind ich allein oder was? Wo sind die anderen? Heftig in Töle gar nicht richtig. Ich hab genug Kugeln. Mal sehen, wie denen das schmeckt. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Ich muss den Gürtel richten. Ich zimmer da Schaden rein in seine Rüstung, ne? Das interessiert den Fetten überhaupt nicht. Ja, es geht. Ja, das ist, klingt aber nicht gut. Da ist noch ein Computer. Durchsuchen Sie, klingt sehr unzufrieden. Bevor Sie weiter im Gebäude vorrücken. Hab mein Ziel. Übrigens, das mit dem Granatlauncher nachladen geht auch. Irgendwo ist doch hier noch ein Gegner. Auf die andere Seite. Never
Komme ich wieder so langsam in die Shotgun-Sache rein. Okay, der Hundi. Er ist getroffen. Drohne ist gestartet. Ein Agent braucht Unterstützung. Na, rennen von meiner Heilung weg. Ah, bist du voll? Eieiei. So. Hey, Schauer! Moin, sag mal, was sagst du zum letzten SOTG? Ich hab's ja live gestreamt, das letzte State of the Game, und ich muss sagen, wir haben die Chance verpasst, uns ein bisschen zu hypen, ne? Also, es war ein bisschen enttäuschend, finde ich. Man hätte ein bisschen mehr Leaks machen können, ein bisschen mehr Sachen erzählen können. Die wissen genau, was auf die nächsten Tage, Wochen zukommt, also. Finde ich ein bisschen armselig, muss ich sagen. Du setzt gar nichts ein. Renn doch nicht weg. Schieß doch mal drauf. Meine. Rein, runter. Bam. Hallo. Sitzt doch da nicht so rum. Ich hab doch. Ja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen enttäuschend, aber nächste Woche, Mittwoch, werde ich wieder livestreamen. Und da soll ja die ganzen Änderungen am Gear, wie man es findet, was für Werte drauf sind, etc., soll alles angepasst werden oder vorgestellt werden. Und da könnte ein hartes Bein rauskommen, weil es könnte sein, dass wir alle ein bisschen enttäuscht sind, dass wir alles wieder neu sammeln müssen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir ein bisschen positiv überrascht werden, was sie denn doch für Änderungen machen. Aber ich glaube einfach, dass es wie Division 1 wird. Zu spät. Die Änderungen kommen zu spät. Für die meisten ist dann das Spiel sowieso schon Schluss. Episode 3 wird die wenigsten zurückholen. Und danach kommen erst die Änderungen für den. Also von daher ist schwierig. Ah!
Noch ein Treffer abbekommen. Bekomme Gegner nicht ins Visier. Da ist doch was. Aua, bin in die falsche Richtung gesprungen. Scheiße. Neutralisieren Sie die Arschlöcher. Bin voll. So, Maske, was haben wir denn hier? Nix. Knieschoner mit 20.000 Rüstung wäre geil.
Auch nichts. Auch nichts. Guck mal. 2,5 Schaden durch Crit. 2% Waffenschaden. Was willst du mit diesem Schrott? Ja? Das ist doch alles Rotz. Hier ist definitiv viel Scheiße. Okay, wir könnten ja mal Emilys Wächter ausrüsten. Diese Wächter nehmen. Die hat Mittelmeerstern, die hat auf jeden Fall Rüstung, Reparation. Ja, nehmen wir mal. Das behalten wir mal. Das andere wird zerstört. So. Ich bin gleich wieder da. Und dann können wir noch was machen. Mal Kopfgeld oder so. Mal gucken. Also, da hinten liegt noch was. Thanks, good day. So, gleich wieder.
Hallo Lars. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's? Oh, ganz bisschen gut. Ausgeruht. Bisschen, ja. Das siehst du. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Ich sitze hier fest, helft mir! Viel in der Nähe. Liberation und Marshall. Was machst du denn so schönes gerade, Lars? Ich mach gerade Kopfgelder. Ich hab gerade zwei Missionen gemacht. Ja. Spiel ein bisschen mit Shotgun, aber es ist ein bisschen zäh, muss man sagen, wenn du hier ruhig spielst. Also gegen Leute, die eine Clustermine werfen, hast du eigentlich keine Schnitte, überhaupt an den Gegner ranzukommen. Los! Hm? Tag so weitergehen. Drohne startet jetzt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. So.
Aber wenn du mitmachen möchtest, ist natürlich immer Platz. Sehr gerne. Ich will nur kurz gucken, ob die Ratte da ist. Lass mich noch mein Kopfgeld zu Ende machen. Ja. Viel gesichtet, Sheriff. So, was gibt's denn heute eigentlich? Muss Magazin wechseln! Ah. Oh. Sie lebt immer noch! Neutralisiert. Sehr gut. Beim Einsammeln. Moin, Dave. Na, wie geht's dir? Gestern den Wait gut überstanden, mein Lieber. Wir haben ja gestern den Raid gemacht, Lars, und zweimal hintereinander eigentlich ohne Probleme durchgekommen, obwohl da zwei noch nie drin waren. Sehr schön. Cool, ja. Das ist ihr Ziel. Also ein Shotgun-Build ist nicht für einen Raid gedacht hier. Dafür machen die einfach viel zu wenig Schaden. Wenn du da im Raid reingehen würdest, wird's ja abgefarmt werden für den Gegner. Mhm. Echt ein bisschen wenig Schaden. Kannst mich im Discord ziehen? Da bist du aber live. Du kannst in Waiting-Lounge gehen. Da kann der Lars dich auch ziehen. Dann kann ich gerade hier Mission. Ja. Wen soll ich ziehen? Dave. Guten Morgen, Dave. Morgen. Jetzt redet er nicht mit uns. Geht doch mal die Scheißleiter da runter. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Dave möchte nicht mit uns reden, oder hast du ihn noch nicht freigeschaltet? Kann er nicht reden? Muss ich ihn freischalten? Mach mal rechte Maustaste auf ihn drauf und Mikrofon mute ausmachen. Serverweite Ein- und Ausgabe deaktiviert. Ja. Yeah. Da ist kein Haken drin. Er ist selber drin. Doch, der ist selber stumm geschaltet. Selber stumm schalten hast du, ist an. Ah. Ah, jetzt geht's. Ja, hallo. Moin. Moin. Cool, dass er Dave ist gemutet, ja, weil er vom Channel gemutet wird. Ich habe das so eingestellt, dass wenn jemand hier reinkommt, ist er erstmal gemutet, wenn er nicht Freund unseres Community ist, also Freund von mir ist, sagen wir mal so. Warum bin ich kein Freund von dir? Weil wir uns noch zu wenig kennen. Da so. Fehlt noch der Schmatzer, den du mir versprochen hast. Den habe ich dir doch gestern wie versprochen gegeben. Nein, nicht wirklich. Das war ja nur außerdem selber. Hast du mich schon mehrmals übers Knie gelegt. Das klingt komisch.
Also Dave, erstmal musst du hier reinkommen. Dann wird rumgeschlabbert und dann wird sich um den Schornstein gekümmert, ja? Okay. Muss aufpassen, Dave macht immer komische Spitzen. Oder trägt komische Spitzen. Das und hinter, also klär das bitte außerhalb des Streams. Danke. So, ja, also ich mache jetzt hier noch eine Nebenmission, die ich noch offen habe mit dem Charakter, deswegen, wenn ihr mir beitreten wollt, macht's ruhig. Ja, ich start gerade. Meine Pizza's auch. Was? Eine Pizza? Musst du abgeben. Eine Pizza ist... Warum das denn schon wieder? Nix muss ich abgeben. Darfst. Ja, oh! Genauso wie die Adlerträger, ne? Ja, ja. Ja. Die musst du an mich abgeben, damit ich eine zweite habe. Ja, labert mich nicht voll, Alter. Ein Agent aus ihrem Clan hat. Aber es ist bezeichnend, dass wir gestern gar keine gefunden haben. Ja. Was? Ja. Zwei waren's, keine gefunden. So eine Frechheit. Marcella ist eine der Besten. Wenn sie Unterstützung anfordert, dann ist es dringend. Boah, hier ist die Heizung bei mir ausgefallen. Es ist arschkalt in meinem Zimmer. Mach dir ein paar warme Gedanken. Ich hab ja von Lars ein paar Bilder. Was? Du hast also von mir ein paar Bilder. Sich nähernde Feinde erkannt. Ja Lars, du musst jetzt mal erklären, warum hast du ihm Bilder geschickt und mir nicht? Zugangsschlüssel entdeckt. Ich hab ihm keine Bilder geschickt. Er sagt aber, du hast von dir Bilder. Naja. Von dir. Nicht von Lars, von Let's Survival Lars. Muss bei uns aufpassen, ne? Wir machen das mit Absicht. Das auf jeden Fall, ja. Wer weiß, vielleicht habe ich auch von euch Beinbilder. Und ihr wisst es nur nicht. Dann kann ich ja mal auf die Kamerasuche gehen. Mhm. Ja, mach mal. Vielleicht habe ich mich auch eingeklinkt. Jetzt habe ich doch schon. Kann immer nur einer hacken. Nein. Ich bin Hackerman. Ne, deine Kamera ist ja mit meiner Kamera verknüpft. Das heißt, er guckt sich selber zu. Klingt jetzt komisch. Ist aber so. Wir ja, sollten das die Thema... Zuschauer denken. Die denken sowieso, wir sind bescheuert. Also von daher... Willst du einen Kaffee haben, Lars? Ja, oben Feindkontakt. Ich geh rein. Kaffee habe ich schon. Ich hier im Spiel. Ein weiterer Agent hat sich ihrer Gruppe angeschlossen. Wie kannst du es nur wagen? Das ätzend. Ich dachte, ich wäre dann Freend. Gegner im Anmarsch! Noch ein. Das Zeug und mach, dass ihr wegkommt. Ja, ist in Ordnung. Wirklich. Ach, bist du nun bekannt? Wir haben immer noch Energieprobleme. Ja, dieses Kratzen, ne, ist immer noch nicht weg. Beziehungsweise ist schon wieder da. Gestern habe ich nochmal 2 Stunden rumgespielt und hab's weggekriegt. Hab PC ausgemacht oder neu gestartet. Ist wieder da. Liegt doch dann aber auf dem Headset. Hast du ein wireless Headset? Nein. Also ich kann dir nur empfehlen, dass vielleicht der Anschluss. Irgendwas am Anschluss, weiß ich nicht. Das ist ein neues Headset. Also, nagelneues Headset. Ist wahrscheinlich kaputt. Montagsgerät oder sowas. Der ist ja nur die rechte Muschel, ne? Du müsstest nur rechts, genau. Also ich würde den Support anschreiben und sagen, hier, das ist nicht normal. Oh.
Ja, was ist das denn für eine Mission? Warum? Die U-Bahn. Ist das eine Nähmission? Ja. Ach, nee. Ach so, okay. Mit Marcella sprechen. Aber Lars, ich hätte dir die Adlerträger. Oh, ey. Dead Survival, ich hätte dir die Adlerträger auch so gegeben. Ich hab die doch. Der Beweis, dass du mein Freund bist. Das ist so nett. Ich hätte sie dir dann zurückgegeben, oder was? Das liegt an dir. Nee, zerlegt. Boah, ja. 6 Optics of Components. Oh, Lars. Du hast vollkommen recht. Ich brauche ja noch exotische Komponenten. Ah, Dave, danke für die Art, Leute. Zerlegt. So, hat man die Mission auch fertig. Gut. Ja, was ist das für ein fliegendes Ding? Fliegende Festung. Hab ich ja noch nie in der Welt gehabt. Na. Ist auch nicht sonderlich stark. Komm, mach mal so. Also, mittlerweile nicht mehr sonderlich stark. Gibt's eigentlich noch hier diese Händlerin, die versteckt ist? Wie heißt sie? Ja. Cassie nutzlos, Cassie sinnlos Mendoza. Ach so, ja. Okay. Ja, die gibt's noch. Aber die ist wie immer sinnlos. Nutzlos. Die wird sich erst bessern, wenn wir neues Gear bekommen mit den neuen Werten. So, was machen wir denn jetzt? Alter Falter. Apropos, wo steckt denn Mutti schon so da? Ich hab die eben freigeschaltet gehabt. Da unten. So? Okay. Geh doch mal hin. Wir gehen mal zum Mendoza. Zu sinnlosen Mendoza. Wir gucken mal, was die sinnlosen Mendoza hat. Sinnloses Zeug. Lol, da ist sie. Ja. Zivilisten in Gefahr. Interessantes Objekt entdeckt. Neue Junge, wir haben eine nette APK. Geil, wollte ich schon mal machen. Mein alter Jugendtraum. Da haben wir unten noch ein altes Kunstwerk. Der Massaker von Boston. Oh, ich kann mich nur erinnern, als der Raum hier unsichtbar war, quasi. Oh, da ist ein Kommando. Ein tadelloses Vorbild ist da. Der Schildsplitter. Mit perfekt Optimist. Den Schildsplitter habe ich hier bei mir nicht. Weil du den noch freigespielt hast, deswegen siehst du ihn nicht. Die muss man freispielen? Ja, dafür brauchst du, glaube ich, die Elfenbeinschlüssel, Alter, ne? Ja. Guck mal, können wir doch gleich mal machen, dass wir die ganzen Hunter für dich freispielen. Aber das war ja extrem Hunter cool. Hunter schon lange nicht mehr gekämpft. Hast du denn überhaupt einen Hunter gemacht bisher? Ja, ich glaube 2 Stück.
Welche waren das? Den Holster, ne? Hier von Speerspitze. Mit 12% Critical Hit Damage. Also einmal da warst du sogar mit bei, wo wir auf die Fensterdinger schießen mussten, den habe ich gemacht. Mhm. Und ich glaube. Da musste man irgendwie was aktivieren und dann muss man in so einen Kreis laufen und dann kommt der. Da kommen aber, glaube ich, zwei. Das kann ich dir sagen, wenn ich da bin. Alles gut. Der Schildspitter? Was kann der denn? Bitte in deine Session, weil meine funktioniert das nicht. Ich kaufe mir den mal wieder. Was kann der Schildspitter? Schießen. Echt? Sag bloß. Die ist scheiße. Das ist eine F2000. Hat halt perfekt. Na, was heißt scheiße? Also ich finde die F2000 so nicht schlecht. Ja, die hat keinen. Die hat einen Modslot weniger, ja, wow. Ja, den Hans-Ding da. Aber die macht halt nur 13.000 Schaden bei mir. Okay, bei mir sind es fast 20. Ja, aber wenn du zum Beispiel eine. Oh, warte, meine Pizzas. Unsichtbare Hand von mir macht ja 16.500. Also, das ist schon ein Unterschied. Ich bin ja jetzt auf Shotgun, ne? Deswegen kann ich das jetzt nur mit meinen Waffen vergleichen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die Welt, was du mit dem Schaden machst. Macht eine F2000, macht mir. Ich bin gleich wieder da. Ey, F2000, soll ich schon eine Farm hat, macht mir. Hey, Sintoras, moin, schön, dass du da bist. Hallöchen. So, bin wir da. Bibi. Das muss man in deine Session gehen. Ja. Gegner bewachen einen Ort in der Nähe. Ein Agent hat ihre Gruppe verlassen. Club Cola, hallo. Ich wusste gar nicht, dass er da ist. Ja. So, was stimmt, wer ist da? Aber ich habe jetzt sowas von keinen Plan, wo die ganzen Hunter sind, ne? Ich? Okay, gut. Oh, mal kurz auf. Hast du die Nebenmission gemacht mit dem Hunter oben im Büro, richtig? Mit den Fenstern, ja. Ach, das waren deine Fenster, achso, alles klar. Ja, wo du die, Alles gut, nee, ist gut. Ich hab noch einen anderen mit Fenstern, deswegen frag ich.
So. Wir müssen einmal dahin. Siehst du jetzt nicht, ne? Nee. Ich bin gar nicht bei dir in der Gruppe gelandet. Geil. Ich bin zwar bei dir rein, aber ich bin doch nicht drin. Geil. Sie sind so, jetzt bin ich drin. Beigetreten. Also, links ist ein das Mausoleum, da müssen wir hin. Mausoleum? Ah, da. Da gehen wir jetzt hin. Das ist ein Kontrollpunkt. Also ja, in der Nähe, aber... Ja, ja. Zu faul zum Laufen, der Dave. Ich kürze ab. Zivilisten in Gefahr. Abkürzen ist bei Mario Kart verboten. So. Warum ist das Hotel Washington? Warning. Your division affiliation has been disavowed. Hey Youngblood, guten Morgen, auch dir, mein Lieber. So, Bruder, da. Baby. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Wir haben Daffy abgesehen. Ich mach das schon. Einmal die Geißeln hier retten, damit dann der Hunter auch kommen kann. Achso, ihr seid ja jetzt im Arme. Oh. Haben wir hier hoch? Moin, Andi! Muss ich das vielleicht machen? Mach du mal, ja, aber ich glaube nicht. Also was muss ich hier machen? Alle Fenster schießen? Von oben die unterste Reihe einmal nach von links nach rechts und von der untersten Reihe auch nochmal von links nach rechts. Oh, der will nicht. Sicher, dass du den noch nicht gemacht hast? Den habe ich mit Sicherheit noch nicht gemacht, nee. Vielleicht anders rum? Waren das nicht alle Fenster? Nee, immer nur die unterste Reihe.
Aber es kann wieder sein, dass er verbuggt ist. Vielleicht mal eine. Nochmal rausgehen und abmelden, nochmal anmelden. Wir müssen das nochmal machen. Ja. Abmelden, nochmal anmelden. Nee, René, das ist egal, wenn man den hier macht. Im Panda, da ist es egal. Sicherer Bereich entdeckt. Sag, wenn du wieder online bist. Mal hin. Ihr seid wieder online? Ja. Aus ihrem Clan hat sich ihrem Team angeschlossen. Kann sein, dass es geändert haben mit nachts, aber wir können ja was anderes machen. Wir können dann nochmal wiederkommen. Wir haben hier noch einen anderen Hunter, der geht auf jeden Fall tags. Am District Union. Kann da jemand hinporten? District Union?
Wo ist es? Sonst gehen wir halt Siedlungen, geht auch. Ah, da, nee, kann ich nicht. Nee, ist kein Problem. Da gehen wir halt in die Siedlung und dann von dort aus dahin. Als wir überlegen, District Union, was war das? Shotgun Damage, mein Schlaß, wäre das nicht was für dich? Energie meinte, er ist verbuggt an der Stelle, alles probiert, kam nie. Ja, das Problem ist, dass wenn man einmal verschießt, muss man ausloggen und einloggen. Wir machen erstmal die anderen. So. Man muss von unten die Fenster links unten nach rechts schießen und einmal oben drüber von links nach rechts und jedes Fenster einmal treffen. Wenn du das nicht tust, dann einmal verschießt, dann war's das. Trinkwasser in der Nähe. So. Können wir mitkommen? Ach so, ja, genau. Stimmt. Vorräte entdeckt. Wo ist denn der Swifty? Jetzt hätte du lang. Jetzt nicht mit uns? Freundin ist am Telefon, hat er geschrieben. Hä? Wieso ist der jetzt auch nicht da? Wieso kann ich den hier auch nicht aktivieren bei ihm? Hat er bestimmt schon gemacht hier. Tragbares Gerät erkannt. Der größte Wendepunkt für uns war sicherlich, als wir die UN zurückerobert haben. Damit endete sich alles. Ja, Swifty, das hast du ja schon gemacht, ne? Ja, okay. Dann wissen wir das. Dann müssen wir jetzt mal in den Untergrund da. Ich glaube, den untersten Eingang war das. Wird nämlich schon dunkel. Das geht aber dann auch nur nachts, ne? Ja, ja, aber man kann den schon aktivieren. Aktivieren den Laptop kannst du tagsüber. Mhm. Bitte einmal den benutzen, den Laptop. Da zeigt er jetzt ein X an mit einem Mond und da müssen wir jetzt hin. Das ist ungefähr da.
Und dann am besten, ich porte einfach wieder da runter, genau. Ah, wir sind im Kampf, ich kann nicht porten. Ah, jetzt geht's. Nicht dunkel genug, sonst würde hier die Glühbirne leuchten. Wenn die Glühbirne leuchtet, dann können wir anfangen. So, wie spät haben wir es denn? Aber wir haben... Nee. Wir haben wieder 17.44 Uhr. Hm? Na, ist okay. Ich habe die Hunter-Interferenzen gerade schon. Ja. War mir aber nicht so sicher. So, einmal am besten hier hinter. Ich muss nämlich eh erst das Gebiet freiräumen, die dürfen nicht hier sein. Wenn wir die haben, können wir oben links in den Pool gehen. Da müsste quasi Ampelmann machen. Ja, dann kommen zwei auch. Zwei. Freue ich mich schon auf die vier. So, ich bin ja da. Also 18 Uhr haben wir es jetzt. 19 Uhr geht die Lampe, glaube ich, an. So, dann müssen wir irgendeinen Hampelmann machen, oder was? Ja, jetzt hier nicht. Woanders musst du einen Hampelmann machen. Ach so. Und bei gewissen Gräbern musst du dann salutieren. So. Das machen wir auch noch, aber das schaffen wir, glaube ich, diese Nacht nicht. Da müssen wir noch die anderen vier Hunter machen. Das wird sowieso eine Herausforderung. Mit Dave vier Hunter machen, oh je. Da geht gleich eine Lampe an und die muss dann ausschießen. Aber noch ist es nicht dunkel genug, obwohl es schon finster ist. Sind das diese vier Glühbirnen, die da... Da, in dem Hochstand, da ist eine Glühbirne, so. Die geht an. Solange die nicht an ist, geht's nicht. Oh, alright. Wir haben es jetzt 18.15 Uhr, es dauert einen Moment. Also erstmal ein Stück Pizza. Genau, erstmal ein Stück abgeben. Lass es nicht kalt werden. Ich hab den Blitz verpasst. Mann.
Muss ich nachträglich einen Blitz rein kopieren. Ja, kann ich ja machen, ist ja kein Problem. Richtig schön Donnerblitz. Jetzt müssen wir kurz warten. Was sagt denn die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt noch 15 Minuten im Spiel. Wir haben jetzt 18:45. Guck mal, ich tanze. Ah, ich hab Pizzakrumme im Bart, ist das eklig. Ihr hat einen Bart. Sonst Ärger, wenn der weg ist. Drei Minuten. Zwei Minuten. Die Andu-Lampe. Geht nicht an, ne? Oh, da muss es 19:30 sein oder später. 19:30 könnte auch sein, das ist nicht so eindeutig. Dunkel ist bei mir dunkel, ne? Weil die anderen Lampen sind ja auch an. Ich glaube 19:30 ist dunkel, ne? Naja, also wenn ich mir den Himmel angucke, ist jetzt auch schon dunkel, aber. Ja, aber die links, gesagt. Die links, rechts, die Lampen sind ja auch alle an, aber. 21 Uhr, sagt der Youngblood. Na, danke. Stimmt, 21 Uhr war es, glaube ich. Ich habe lange nicht mehr gemacht. Und eigentlich interessiert mich die Uhrzeit auch nicht in dem Spiel. Aber hier ist es ja jetzt wieder ein bisschen gekommen. Apropos, gerade wurde was ein. Ich muss meinen Holzsäger noch jetzt vorweg speichern. Für das ist schon Speerspitze. Na gut. Ich hole dir mal einen Urlaubsplan, den muss ich meiner Freundin schicken. Ja, ja. Jagd ist immer so langweilig. Wenn die wenigstens mal in den Missionen auch auftauchen würden. Ja. Einfach nicht an einer bestimmten Stelle. Random in der Mission. Random am Tag. Egal wo. Ja, oder du das. Du tötest Feinde und dann geht ein Balken voll und irgendwann ist er da. Aber so, und, weißt du? Also nicht, so, dass du den Balken siehst. Hey, du hast genug Aufmerksamkeit erregt, jetzt kommt ein Hunter. Genau. Der weiß, wo du bist. Weil er dich die ganze Zeit beobachtet.
Nicht, dass ich den Balken sehen muss, ja. So sieht man nicht, ob der Balken da ist oder nicht, aber. Sag mal, wieso hat Swifty so einen Kreis mit den gezackten Dreiecken? Hier nicht? Ein Kreis mit gezackten Dreiecken? Ja, hat er bei mir. Du hast bei mir ein Schild drin und er hat bei mir ein gezacktes Dreieck. Das Schild ist Clan-Mitglieder und das andere sind Randoms. Oder Freunde. Also bin ich doch dein Freund. Der im Spiel. Ach man. Okay, ich hab Swifty hat bei mir halt nur Kreis. Okay, dann hast du, weil du mit ihm nicht befreundet bist, hast du nur einen Kreis und ich hab da ein Dreieck drin. Genau, für Freund dann. Okay. Ich hab selten Freunde, die nicht im Clan sind, deswegen. Ich bin so ganz arm dran. Ganz armes Schwein, ja. Also, wir hätten jetzt hier theoretisch noch Zeit. Wir haben es jetzt 20 Uhr. 21 Uhr kommen sie. Ja, dann noch eine Stunde. Also, wir sollten es hinkriegen. Oh, was Goldenes. Duplikat? Oh, kein Duplikat. Ich hab alle voll, ich kann nichts mehr machen. Ich hab 99 plus Schlüssel und ich weiß nicht wohin. Ich auch. Also, mir fehlen zwar noch Sachen, aber ich hab keinen Bock jetzt als Kisten aufzumachen. Du klopp doch. Was wollte ich denn jetzt tun? Ich glaube, ich habe den Shop gekauft. Bei mir gibt's nichts mehr. Du hast auch den Raid an dich gerissen. Sowieso. Bekleidung. Outfits. 5 von 5. 3 von 3. 4 von 4. 5 von 5. 3 von 3. 4 von 4. 4 von 4. 3 von 4. Ach, da fehlt noch. Küstenwache fehlt mir komplett. Okay. Und der Decker fehlt mir. Die beiden fehlen mir noch. So, in 8 Minuten im Spiel. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Lampe löst sich aber immer noch nicht. Okay, lass uns mal nochmal kurz weggehen und nochmal hingehen. Kurz mal links zum Memorial. Jetzt leuchtet die scheiß Lampe. Jo. Ich mal drauf. Er ist tot. Das
war's? Ja, ja. Naja, der hat Tech 50 aus. Komm schon raus! Also, kriegt. So, können wir gleich weitergehen? Eine Ghoul-Maske. Hoppen können. Jo, wenn du sie hast, komm dann bitte links oben hin. Dann gibt es jetzt einen Pool, da muss der Hampelmann machen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil sonst ist die Nacht schnell rum. Wo ist denn der Pool? Links oben beim Potomac Event. Ah, ja. Auf mich hier gerade. Einfach die Gegner in Ruhe lassen. Ach, die beiden meinst du? Die Pool Boys. Ich höre nur irgendwelche Leute schreien. Ja, links brennen welche. Hier bitte Hampelmann machen. Im Pool reingehen, Hampelmann. Danke. Achtung, super Mine. Ey. Hey, beeilen wir uns. Nächster. Wohin? Wir gehen rechts unten, Ruf der Freiheit, einmal Safehouse. Dann müssen wir nach rechts laufen zu einer Statue mit ganz vielen Gedenktafeln. Dort musst du eine Lampe ausschießen und dann salutieren. Katze und Maus miteinander. Der eine versteckt sich, der andere sucht. Gegner bewach einen Ort in der Nähe. Und hier ist er, dicke Grabe, guck mal. Ups, ja, nicht mein Gesicht. Du weißt schon, dass du dick bist, ne? Du passt hier nicht auf den Tisch. Geil, ich krieg voll auf meine Hände. Hey. Und. Alter. Lars, du hast da was im Gesicht. Ja, das ist mein neuer Bart. Aha. Herkommen. Kann gerade nicht steuern. Also, hier musst du die Lampe ausschießen und dann musst du hier an die Gedenktafel salutieren. Ich meine, dass ich den schon gemacht habe, aber ich bin mir nicht sicher. Wenn du nur zwei hast, dann nicht. Hier salutieren gegenüber. Hier, komm hier. Ja, aber ich muss doch erst die Lampen ausschießen. Nein, nur die. Reicht. Salutieren. Nochmal. 5-mal, glaube ich, muss das rotieren. Kann aber sein, dass hier gerade die Gegner da sind, deswegen. Ne, salutieren ist doch nicht grüßen, oder? Nee, muss ja nicht grüßen. Salutieren ist, wenn du die Hand irgendwann in den Kopf hältst. Aber es kann auch sein, dass unten links der Chat das falsch
schreibt. Doch, dann habe ich es richtig gemacht. So, ne? Ja. Genau. Ja. Ich glaube, den habe ich schon gemacht. Ja, du hast doch gesagt, du hast nur zwei. Ja, den und den am Fenster, glaube ich. Ja, aber das, du hast doch gesagt, vor uns das mit dem Telefon hast du auch gemacht. Wenn ja dann schon drei. Ich hab das hier irgendwie anders gemacht. Da habe ich hier die Lampen auch ausgeschossen. Wenn du sagst, du hast den schon, hast du ja drei insgesamt. Ja. Ja, du hast gesagt, du hast zwei. Warte, ich gehe mal ins weiße Haus und kann nicht gucken, wie viel Schlüssel ich habe. Mann, wir waren die Scheiße jetzt wieder. Ja. So, ich habe 5 von 8 Elfenbeinschlüssel. Das sagst du uns jetzt. Ja, dann. Eine habe ich nicht geschafft. Das war, da musste ich in so einem Haus eine Konsole aktivieren und dann zum runden Ding laufen. Da sind auch, glaube ich, 2 gekommen. Die habe ich nicht geschafft. Die 4. Waren das nicht sogar 4? Ja, genau, 4. Den habe ich nicht geschafft. Da gehen wir jetzt hin. Er sagt uns jetzt, ne? Vor uns sagt er noch 2. Mhm. Hat er derweil schon 4 gehabt? Ich drück schon mal und dann gehen wir runter. Hammer. Nummer 2. Und auch ohne. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Da. Hammer. Oh fuck. Hammer. Gerade gegeben das Geschütz. Das Sniper-Ding ist nicht geil. Alle tot. Wolltest du wie viel haben? So, ich muss sie erst alles einsammeln. Dann ist auch noch einer. Wenn du Glück haben, hast du jetzt noch 4 Masken und dann bist du ja durch. Du musst ja 3 Masken finden, ne? Ja. Ich meine, dann hast du den unten ja schon gehabt im Mausoleum. Und wir tun uns deinen abrackern, ey. Nee, im Mausoleum hatte ich den nicht. Musst aber haben, mein Lieber, sonst hättest du jetzt nicht schon 8. Achso, gibt mehr Masken als Schlüssel, ne? Ja. Gibt 12 Masken. Ja, ich habe jetzt 6 von 8. Schlüssel.
Ja. Ja. Den am Mausi ja. Hatte ich noch nicht. Schrei mir nicht an, ich bin da empfindlich, das weißt du. So. Dann gehen wir nochmal ins Mausoleum und probieren das nochmal. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Trinkwasser entdeckt. Fehlt denn dann doch? In der nur ist. Achso, ja, klar. Der Grab fehlt ja noch. Grab und Mausoleum. Ja, aber das mit dem Grab, das müssen wir mal anders machen. Das darf man heute nicht mehr. Wir haben schon 2 Uhr. Da lang, genau. Feindliche Übertragung. Das ist die Übertragung. An uns reißen. Wir sind allesamt Diebe. Wir müssen tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Vorgang angehalten. Kein Platz in dieser Stadt hat. Also manuelle Kontrolle erforderlich. Bitte lass nur mich schießen, ja? Nee, komm nicht. Müssen wir mal abmelden, nochmal anmelden. Du musst sie anmelden. Ab und anmelden, so. Warning. Wenn du online bist. Your division affiliation has been disavowed. You are now marked as rogue. Okay, ich werde nachher wieder mein altes Headset anschließen, dass das auseinanderfällt, aber. ABS Chevert, hallöchen. Ich bin wieder online. Ja. Das Spiel kapiert, dass du da bist, ey. Wie war der Raid gestern? Wir haben 2 Durchläufe gemacht. Der erste war First Try an allen Bossen, sogar der letzte Boss. Der zweite Mal war am letzten Boss 2 Versuche. Ein weiterer Agent ist jetzt in ihrer Gruppe. Rationen in der Nähe. Lars hat doch eine Sniper, oder? Ja. Kannst du in die Fenster schießen? Ich glaube, du triffst die eher. Mit einem Schuss immer. Als wenn ich mit dem Sturmgewehr schieße, kann sein, dass man daneben schieße. Na, ja, dann muss ich kurz
Ich habe auch eine dabei. Dir trau ich nicht. Danke. Du sagst es. Ja, ich habe keine Sniper dabei, deswegen. Also oberste Reihe, von nein, links nach rechts. Unterste Reihe links nach rechts und dann von der obersten untersten Reihe auch nochmal links nach rechts. Jedes Fenster einmal. Auch das rechte Verdeckte. So, und oberste Reihe auch. Und das der. Ober, unten. Ja, das verbuggt. Ich hab das mal mit der Angie gemacht, da musst du 6-mal ab und anmelden. Das kannst du ja mal selber machen. Ja. Bei mir gibt's gleich Essen. Lars, streamst du gerade? Nee, ne? Doch, aber ich mach auch gleich wieder aus. Ich hab keinen Bock mehr mit dem Headset, ey. Macht einfach keinen Spaß. Das glaube ich. Umtauschen. Ja. Ja, wie gesagt, Dave, das musst du mal selber probieren. Ich glaube, das einfach immer wieder, wenn das nicht triggert, abmelden, anmelden, hinlaufen, nochmal probieren. Das ist... Ja. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist, aber das Spiel mag nicht. Und die anderen, dieses Gräber, die machen wir später mal. Kommt ihr denn heute nochmal online oder eher nicht? Ja, ja. Okay. Also ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag oder dem schon spielen, aber ich gehe mal zum Stream aus und tausche erstmal das Headset. Das geht gar nicht. So, wir gucken mal, ob wir jemanden hosten können. Ja, Kralle ist online, ne? Da hosten wir den. Sagt mal den Kralle schönen Gruß. Haut rein, bis später! Ciao.